Die Ruhe vor dem Sturm in Berlin. Hier und anderswo in Deutschland wollen Landwirte ab Montag gegen Subventionskürzungen beim Agrardiesel demonstrieren und somit den Verkehr lahmlegen. Der Bauernverband hat in vielen Teilen Deutschlands zu Trecker-Demonstrationen aufgerufen, in deren Folge es zu Staus und Verkehrsbehinderungen kommen soll. Traktoren sollen etwa zahlreiche Autobahnauffahrten blockieren. Sie haben sich verrannt, bitte kehren Sie um, sagte FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner am Samstag. Er verwies darauf, dass die Ampelregierung die geplanten Kürzungen zum Teil zurückgenommen habe. Auch in Pleit in Rheinland-Pfalz waren am Montagmorgen Landwirte im Protestmodus. Wir haben in der Landwirtschaft halt nicht nur jetzt den Steuerbereich, ne, wir sind extrem im Umwelt- und Tierschutzbereich gefordert. Ist für uns eigentlich kein Problem, machen wir gerne. Aber das, was man von uns will, überfordert uns. Das ist eigentlich das große Problem, was wir jetzt schon seit 2 Jahren erleben. Und es geht einfach so leider nicht weiter. Auch Mitarbeitende einer Spedition und eines Abschleppdienstes wollten hier am Montag ihrem Ärger Luft machen. Es geht ganz einfach darum, was die Regierung hier so veranstaltet. Die erhöhen uns die Maut und die Diesel wird teuer. Das kann ja kein Mensch mehr bezahlen. Und das geht ja an alle. Das Problem ist halt, jeder, der einkaufen geht, der kriegt das mit. Der kriegt das ab. Darum jedenfalls. Das muss aufhören. Nach einer Blockadeaktion gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck haben verschiedene Politiker und Verbandsvertreter dazu aufgerufen, die Proteste friedlich zu halten.